Hallo YouTube und Internet und willkommen bei LS15. Wir spielen auf der PlayStation 4. Hier nochmal ein paar Mitgliedsanfragen für unsere Community Simotube auf der PlayStation 4, in der ich mich aktuell gepflegt zurückhalte. Würde mich mal freuen, wenn ihr da miteinander ein bisschen in Kommunikation tretet und vielleicht mal ein Spielchen zusammen macht. So, ich nehme jetzt mal alle auf, die sich beworben haben. Ich denke mal, ihr seid alle vernünftig. Sollte da irgendwer querschießen oder so, sagt mir einfach mal Bescheid und dann fliegen die Leute raus. Weil es soll schon so sein, dass hier nur Leute drin sind, mit denen man auch Spaß hat, dann mal LS zu spielen und keine Idioten. Aber ich denke mal, dass sich da kein Idiot einschleicht. So, wir müssen aber noch ein bisschen spielen. Okay, ich bin ja schon reingesprungen und starten nochmal die Maschine. Wir werden wohl heute noch den anderen Traktor hinten vom Holzverkauf abholen. Denn ich muss mich auch unbedingt nochmal um die Schafe kümmern. Sollen wir mal reinschauen. Und können dann auch hoffentlich bald unsere Wolle verkaufen. Da wäre schon ein Teil aufgeladen, ne? So. Bin auch froh, dass Preston es erstmal hinter uns haben. Das lasse ich sonst ganz gerne. In der PC-Version zumindest. Von Curseplay machen. Wo ist beim letzten Mal was auch mal gemacht, ne? Aber die Presse ist ja auch so cool. Aber ich will euch hier nicht verwirren. Wir sind jetzt ja hier. Mit. Auf DLCs ausgeliefert. So, nächstes Mal, ne? Ganz so leise an. Genau. Okay. Ja, wie beim letzten Mal schon gesagt, müssen wir mal gucken, dass wir nochmal einen starken Traktor kriegen. Dass der nicht alles auf dem Case hängen bleibt. Da müsste also schon noch was her mit Leistung. Jetzt sind aber erstmal wichtig, dass wir die Felder wieder einsehen können. So, und fällt mir gerade ein, Feld 10 ist doch jetzt eigentlich frei. Dann könnten wir doch eigentlich. Aber wo ist denn jetzt Feld 10? Da. Das ist jetzt auch nicht alles gemacht. Ja, so würde ich sagen, das pressen wir gerade noch zu Ende und holen dann gleich. Bringen dann gleich weg die Presse. Ich probiere nochmal aus, ob drüben der andere Traktor vielleicht auch mit der Presse klarkommt, die wir am Hof noch stehen haben. Und dann nehmen wir hier mit dem Case dann gleich mal den Gruber mit. Und dann können wir mal loslegen bei Feld 10. Und zusehen auch nochmal, dass der Holzverkauf angekurbelt wird. Denn wir wollen noch einen LKW, brauchen wir noch. Und ja, wie gesagt, ein starker Traktor wäre nicht schlecht. Mit stark meine ich über 200 PS. So, ein paar Vorschläge von euch gekommen. Es fehlt nur die Kohle. Wenn ihr euch LS17 vorbestellen möchtet und wollt ihr es über Amazon tun, soweit ich weiß, gibt es da auch eine Preisgarantie, dass ihr da nicht so viel bezahlt, würde ich mich freuen, wenn ihr unter dem Video mal schaut. Da ist ein Link von mir zu Amazon, zu LS17. Oh, neue Beiträge, schön. Nachher mal reingucken, wer geschrieben hat. Und ja, da hat unser Kanal halt auch was von. Viel mehr investiere ich auch dann Geld, das wir damit verdienen. Also es ist so, dass die. Ohne Trophäe, okay. Weil diese Meldung bringt völlig aus dem Konzept. Also es ist definitiv so, dass wir dann von Amazon als Beispiel oder für die PC-Version auch von Games Planet einen Obolus bekommen. Ihr zahlt dadurch nicht mehr. Und
ja, ich kann halt zusehen, dass wir für neue Programme sparen oder Hardware, die bei mir auch bald wieder fertig wird. Okay, ich glaube, jetzt haben wir hier alles soweit. Dann fahren wir mal zum Hof. Da war ja auch noch ein Feld, was gepresst werden muss. Und bei den Kühen wollte ich auch nochmal reinschauen, aber da müsste eigentlich auch alles in Ordnung sein. Was wir noch gebrauchen könnten. Ich glaube, wir haben noch keinen Miststreuer, ne? Der Hof ist weg. Moment, nee. Hä? Wo fahre ich eigentlich hin? Naja, die Ecke wollte ich euch auch mal zeigen. Ist doch nicht auch ganz nett. So. Aber hier geht's nach Hause. Dreckig ist denn der. Also brauchen wir hier noch ganz nicht gerade. Oder soll ich hier schnell rüberjagen? Ich meine, ich würde gerne mal wissen, ob der andere Traktor dafür geeignet ist. Ich hole ihn mal eben. Ich könnte es mir fast vorstellen, dass er das schafft. Das sind sogar noch zwei Felder, die wir. Was für ein Stress. Überlegen wir auch gerade schon, ob wir noch Rundbeine. Rundbeine haben wir noch. Glück. So, was meint ihr? Packt denn das? Ich weiß es nicht. Wir werden es gleich sehen. Aber auch wenn der das jetzt nicht packt, fahre ich trotzdem erstmal rüber. Macht das eine Feld erstmal klar. Besser zielen. Und nun? Das kannst du knicken. Da hat man auch mal keinen Spaß dran. Mist. Dann muss er doch wieder los. Aber wie gesagt, wir machen jetzt erstmal Feld 10. Fertig. Da hatte ich auch nochmal ganz kurz den Kelcher hier drüber. Und wenn ich dann noch dran denke und wir schaffen das, dann würde ich ganz gerne nochmal kurz gucken, was da in der Community passiert ist. Wenn euch das denn überhaupt interessiert. So, was in der Form würde ich mir auch vorstellen, können wir vielleicht dann irgendwann mal über Facebook machen, vielleicht dann auch zentral, dass wir mal direkt Saat nehmen. Das war auch die Direktsaat, ne? Da müssten wir gar nicht grubbern. Was hat man jetzt noch gekauft? Das war der. Das ist die kleine Seemaschine, ne? Ja. Würde auch ganz gerne mal Rüben oder so oder Kartoffeln machen, aber da müssten wir auch wieder Geld ausgeben. Was wäre denn da die kleinste Option? Angebot gibt es nicht. Seemaschinen, Kartoffeln hier. Kostet 21.000 der Spaß. So, und dann kommt dazu die Kartoffelernte. Erntemaschinen. Naja, wo ist denn das dann? Unter Schneidwerke nicht, ne? Wahrscheinlich unter Kartoffelernte. Macht Sinn irgendwie, aber
127. Das ist dann doch zu viel jetzt erstmal. Dann wird das von den Kartoffeln jetzt noch keinen Sinn machen. Also machen wir nochmal eine Direktsaat, würde ich sagen. Gerade jetzt, wo wir jetzt hier nur den einen Traktor haben. Das muss ich jetzt grubbern und dann nochmal. Das macht ja auch keine Freude. Also nehmen wir das Ding mit. Und wie gesagt, ich hatte mal kurz den Kelcher drüber. Wenn wir überhaupt mal wieder aus dem Fenster gucken können. So. Ich finde immer noch, das ist ein tolles Future. Ich liebe das. Wenn euch das nervt und ihr habt keinen Bock, die Dinger sauber zu machen und sagt, hey, was soll das überhaupt? Das könnt ihr auch im Menü abstellen. Ne? So. Okay. Warte mal, noch ein bisschen Geblinker an. Okay. Gucken, ob wir es zurückfinden. Ich würde sagen, in die Richtung. Ist ja gar nicht so schwer. Nach Hause zu finden. Und bei den Kühen könnte man ganz kurz reinlaufen. Da sieht man ja so auch schon, ob es denen gut geht. So, und eingestreut ist noch perfekt. Und ihr seht auch hier, Futter ist noch jede Menge da. Also, da brauchen wir jetzt noch nichts machen. Wird natürlich dann demnächst stocken wir da wieder auf und füttern dann auch. Ich hoffe nur, ich versorge nicht das Mischfutter wieder. Das kann ich ja ganz gut. Wir wollten ja Feld 10 machen, ne? Den hätte ich ja auch. Ach komm, egal. Das nimmt sich glaube ich nicht viel. Ja, Gras mähen müssten wir dann auch wieder. Kann ich da auch drüber fahren? Darf man das? Ich glaube schon, ne? Sieht ja aus wie eine Straße. So, zumindest ist es gut befestigt. Ich hoffe, da geht's weiter. Ja, herzlichen Glückwunsch, stopp! Hätte ja sein können. Ja. Ja, ich weiß. Wegfindung und so, ne? Ihr kennt das ja schon. Vielleicht lerne ich das ja noch. Ich mich da. Das geht gerade so. Nein, das war nicht besonders aus. So. Also einmal zurück hier. Jetzt kommen wir da vorne vorbei und da kommen wir aber auch rüber. So, da sind wir ja auch gekommen, ne? Das war meine Abkürzung, war jetzt dann doch ein kleiner Umweg. Ja, was wollen wir denn überhaupt einsehen? Ist auch eine gute Frage. Und wieso liegt hier noch ein Ballen? Muss ich den nochmal abholen? Okay, gucken wir mal rein ins Menü, was wir denn noch so haben. Also Gerste sieht schlecht aus, dann würde ich doch mal sagen, mein Raps ist auch nicht gerade viel, ne? Sonst würde ich sagen, wir nehmen mal Raps in der Hoffnung, dass dann auch einfach die Preise demnächst mal steigen. Ähm,
Warte mal. Wenn ich jetzt wüsste. Geht da schon wieder los? Wisst ihr noch, wie man das umstellt? Wir haben ja nicht viele Möglichkeiten. Ich nur das Licht hin. Nein. Nein. Ah. Dreieck, sagt das doch. So, einmal Raps bitte. Einmal Helfer bitte. So, und dann liegt er hier los und wir springen mal schnell hier zum anderen Traktor. Genau, und düsen mal rüber zu Feld 10 und holen nochmal den letzten Ballen hier ab. So, lag ja irgendwo hier rum, ne? Da ist er. Der Flüchtling hat sich hier versteckt. Ja, und der kleine Traktor hier schafft das doch wirklich ganz gut. Dann müssen wir wieder rüber zum anderen Feld. So, wir sind dann auch erstmal durch. Community, wie gesagt, könnt ihr euch gerne bewerben. Wir müssen mal gucken, ob wir das in Zukunft so lassen. Ihr könnt gerne mal so einen Erfahrungsbericht vielleicht mal irgendwie unter dem Video schreiben, ob es irgendwie schon mal zustande gekommen ist, irgendwie im Spielchen oder so. Und ja, wie gesagt, in Zukunft gucken wir mal, ob das so bleibt oder ob wir es dann auch auf Facebook mit rübernehmen. Ansonsten, vielen Dank fürs Zuschauen und wenn ihr Bock habt und heute Abend um 10 irgendwie noch nicht schlafen könnt, dann schaut mal rein in die Nachtschwimmer-Folge, da gibt es heute nochmal ETS 2 YouTube. Macht's gut, ciao!